Okay, das reicht so. Ich hoffe, die hat mich jetzt nicht gesehen. Achso, das hat er wieder genommen. Ich hätte gerne wieder so einen Spiegel. Ach, er war das, der hier so hin und her gelatscht ist. Hm. Die Frau macht mich fertig hier. Ich meine, gut. So richtig gut gehen kannst du nicht mit dem ganzen Stacheldraht drumherum. So. Jetzt mal Ruhe hier endlich. Öffnen, nehme ich. Ja, damit. Immer wieder Streichel. Ach nee, Munition für einen Revolver. Sehr schön. Kurz nachladen. Da haben wir 6 drinne und 5 in Reserve, glaube ich. Wie stecke ich denn das wieder weg? Ist egal, wir nehmen die Flasche. Ja, und jetzt? Ich finde es furchtbar, wie langsam der hier reingeht. Aber wahrscheinlich passiert dann nichts, wenn man einfach nur so ein. Wenn er so ins Zimmer reingeht. Ja. Ach doch, ich kann hier was. Ach so, das Fenster bloß. Hm. Ich dachte, ich könnte ja irgendwie. Naja. Versuch Nummer 4. Ja. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert. Aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Jetzt ist er weg. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Ach so, er will sich selbst damit verbinden, okay. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht nochmal anhören, aber gut. Ich habe gerade keinen Plan, wo ich lang muss. Ich dachte ja, hier geht es irgendwie weiter. In dem Haus. Ich meine, gut, wir haben den Doktor wieder gefunden. Was uns nicht wirklich weiterbringt. Oder gebracht hat. Wir haben ein paar Waffen gefunden. Und hier die Leute abgemurkst. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben auch keine Munition verschwendet und so. Wobei ich den da auch immer noch nicht nehmen kann. Schade. Schade, dass man es dann nicht wieder zu einem Teil zusammen oder auseinander basteln kann, um es weiter zu verwenden. Aber wozu haben die hier diese Fallen reingebaut? Ich meine, hatten die das geplant oder was? Wozu macht man sowas? So, jetzt ist ja hier eigentlich fast niemand mehr. Und so wie das... Da sind noch zwei... Warum sind die aufgestanden? Die kommen jetzt nicht hierher. Ich war gerade so froh, dass hier so fast alles weg war. Na, wo läuft denn ihr lang? Da ist noch einer. Wo kommen denn die jetzt schon wieder alle her? Was soll denn das? 4! Oh, das regt mich auf, Mann. Gerade eben war es so schön leer. Toll. Es ist kein schönes Spiel. Der hat zwar eine Lampe in der Hand, aber die ist nicht wirklich an. Und er hat da was im Kopf stecken. Und im Hals und überhaupt im Rest des Körpers. Wenn der da nicht wäre, der links neben dem anderen. Ach nee, der hat gar keine Lampe, der hat hier so ein... Eine Hacke? Ist das eine Hacke? Jedenfalls ein Gartenutensil. Ich finde das schon wieder ganz, ganz toll, dass die hier so lang latschen.
Tja, aber so recht viel weiter sind wir noch nicht gekommen. Da eigentlich gerne mal langsam den Speicherpunkt. Ich frage mich, was mit dem Dicken da noch ist, ob der auch irgendwann noch rausplatzt und uns das Leben schwer macht. Hier läuft keiner lang. Schon mal eine gute Sache. Es wäre noch cool, wenn man die Lampen löschen könnte, damit man im Dunkeln rumschleichen kann. So, dann hole ich mir die eben jetzt. Aber so richtig viel mehr nützt mir das nichts, hier oben zu sein. So wie mir scheint. Ach, der Dicke hatte doch eine Kettensäge. Ich weiß zwar nicht, warum der jetzt angeschnallt ist, also angekettet. Müssen wir etwa von dem die Kettensäge klauen? Oh Gott. Könnte man den natürlich dann auch zersägen, damit er mal sieht, wie sich das anfühlt. Oh. Krieg ich den überhaupt kaputt? Ach scheiße. Ich bin nicht drauf geachtet. Ganz toll. Ganz toll. Noch toller. Hier, genau, nimm mal so ein Ding. Beeil dich doch mal. Tolle Nebenwirkung. Ich hoffe ja ein bisschen drauf, dass der dass der kaputt geht oder hier das kaputt macht. Shit. Tja, cool. Oh Mann, oh. Okay, also der bricht da aus. Wie auch immer, warum auch immer. Hallo und willkommen zurück und sorry für den kleinen Cut. Ich glaube, ich musste da schnell raus oder ich weiß gar nicht mehr, warum ich da geschnitten habe. Oder ich hatte einfach keinen Bock mehr, weil mich das irgendwie ziemlich frustriert hat. Jedenfalls, ich hatte hier nochmal, bis hierhin habe ich mir ein Let's Play von jemand anders angeguckt und derjenige ist ja, ziemlich easy hier durch immer. Oh. Also nicht ganz so vorsichtig wie ich. Und so, ja, weiß auch nicht. Jetzt kommt er hier hoch. Wie find ich denn das? Ja, halt etwas anders hier durch immer gerannt. Ich will's. Naja, ich will's nicht genauso machen. Aber ich möchte es. Oh, jetzt hätte ich mich anschleichen können. Schade. Ich glaube, da kommt jetzt noch einer. Oh, 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 oh. Verbrennen geht auch. Aber vielleicht nicht ganz so zaghaft wie bisher. Und ja, ich habe halt mal nachgeguckt. Wollte mal gucken, wie ich... Das war mir so klar. Munition alle? Wer hätte es gedacht? Inventar, hallo? Wie war's Inventar? Ich kann leider nicht von hinten an die ran und die. Wir können es aber auch so machen. Achso, ich muss schleichen dazu. Okay. Ja. So kann man das machen. Schade, ich dachte, ich kann dem schon ein bisschen entkommen. Ich will auf jeden Fall ein bisschen. Ja, eigentlich weniger rumschleichen. Bisschen offensiver spielen, ein klein wenig. Und ich habe geguckt, wie ich hier weiterkomme, denn... Ach so, hiermit mache ich das, ich Trottel.
Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Beziehungsweise. Ja, ich wusste. Ja, okay. Ja, ich wusste einfach nicht, wie ich weiterkomme. Und da wollte ich gerne mal gucken. Kann ich. Ist auch noch nicht voll. Und ich habe gesehen, ich habe. Oh. Ich habe ganz, ganz viel übersehen. Also, ich habe zwar den ersten Teil der Karte gefunden, was der Let's Player nicht gefunden hat. Dafür den zweiten Teil und noch einiges anderes. Da. Nee. War nur Staub oder so. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich es machen soll. Ich traue mich gar nicht so richtig. Der Let's Player, den ich dazu geguckt habe, der ist da recht. Ja, locker flockig rum, als ob das hier ein Dark Souls wäre. Und wenn er halt entdeckt wurde, so schnell weggerannt, hat sich versteckt und dann von hinten abgesnetzelt. Gesnetzelt. Da ist nämlich auch schon wieder einer. War ich da oben jetzt schon? Und die Horn schon so weit, aber naja, nützt ja nichts. Jetzt habe ich natürlich die Schrotflintenmunition verballert. Bisschen ungünstig. Ich weiß gar nicht, warum die hier alle so komisch rumlaufen. Jetzt. Dieses Mal. Oh, ich glaube, der hat uns. Hat er uns gesehen? Ja, hat er. Ich könnte ja probieren, hier hochzulaufen. Und ich dachte irgendwie daran, dass. Ja, ich weiß halt nicht, ob er hinterherkommt. Ja, ist ein ganz schneller. Dass man dann einfach wieder runterschubsen. Okay, war hier oben überhaupt irgendwas? Untersuchen. Ach so. Jetzt ist der da weg. Ich guck nochmal eben zur Treppe. Leiter. Ich hoffe, dass ich nicht runterfalle. Okay, der. Ich sehe nichts. Da hängt einer. Der hängt halt mal ein bisschen ab. Ja, gut. Ach so, könnte ich vielleicht. Nee, könnte ich auch nicht. Warum kann der nicht nach unten gucken? Mann. Voll unrealistisch, ey. Tja, weiß ich jetzt gar nicht, ob der da unten ist. Wir gehen einfach mal wieder runter. Vielleicht hat er sich ja verkrümelt. Nee, da steht er. Da läuft er. Und da läuft der andere und da guckt noch einer am Fenster. Die müsste uns voll sehen. Das sind halt Peiler. Ach, ich. Wobei ich auch sagen muss, es ist eine ganze Weile her. Naja, was heißt eine Weile? Ich glaube eine Woche oder so. Oder vielleicht sogar zwei Wochen. Seit ich mal wieder gespielt habe. Oder das letzte Mal. Ach, jetzt hat er uns gesehen. So ein Mist. Kommt der hier hoch eigentlich? Sieht nicht so aus, aber hier kommt nicht mehr runter. Shit. Ich traue mich trotzdem nicht und ich weiß gar nicht mehr genau, wie der andere das gemacht hat. Auf jeden Fall wollte ich mich hier gerne weiter umsehen. Oh, er kommt doch hoch. Nee, kommt er nicht. Tja, ist jetzt die Frage, wie ich von dem hier wegkomme. Er hat auch sehr viel Munition gefunden. Shit. Ich dachte, ich könnte noch überraschen. Da hat er aber mich überrascht. Ach so, mit Tab vielleicht? Nee. Sehr gut. Hier kann ich mich auch nicht verstecken. Wäre natürlich cool, wenn ich ihn jetzt überraschen könnte. So, zack. So, zack. Mann, die. Halten aber auch echt immer viel aus. So, mal auf die 4 wechseln. Habe ich jetzt? Nein, nicht. Wie stecke ich denn das nochmal weg? Oh, muss ich mal kurz in die Opfernis gucken. Obwohl ich das eigentlich mal gar nicht so toll finde. So während des Spiels. Nahkampf. Achso, Nahkampf F. Genau. Und was wollte ich noch nachgucken? Ich weiß es nicht mehr. Inventar. Achso, V. Okay. Ich wollte nämlich hier mal durchgehen. Und hier sowas. Macht zwar alles Lärm. Wobei ich mir. Schade, ich dachte, hier hätten wir vielleicht rausgekommen. Weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob das überhaupt irgendwas ausmacht, der Lärm. Hallo? Nachladen? Oder hat er das schon? Na gut.
da haben wir den ja weggeschossen. So wollte ich das eigentlich nicht machen. Hier haben wir noch eine Flasche, die nehme ich mit. Da kann man die Leute nämlich betäuben. Das finde ich gut. Also den da drüben, und den komme ich jetzt so schnell nicht ran. Oh, ist gar keiner jetzt da. Oder? Wird man gleich sehen, wenn uns auf uns geschossen wird. Ich schleiche schon wieder nur so rum. Ich habe keinen Plan, wie das gemacht hat und wie ich das machen will. Dass er immer bei den Türen nichts anzeigt, ey. Ich finde das voll komisch. Ach, hier. Hier waren wir auch schon. Und hier ist eigentlich jetzt gar keiner mehr, irgendwie. Gib mal. Naja, ich könnte ja zur Not runterrennen. Ach so. Und mich verstecken. Ach, hier. Hier habe ich mich das letzte Mal so erschrocken. Den erwische ich doch jetzt auch. Ey, wer? Du drehst dich um. Okay. Das ist das Gute. Man hat ein bisschen, doch ein bisschen Platz so zum... So, das. Achso, hier ist noch was Schönes. Nehme ich. Dann gucke ich doch direkt mal ins Inventar. Wie viel habe ich denn? 2 von 2. Dann nehme ich doch eine. Nicht, dass das gute Zeug verkommt. Und hier haben wir Munition. Warum auch immer hier 3 Kugeln rumliegen. Und eigentlich... Hat er uns gesehen? Dann kriegst du eine Flasche gegen den Kopf, Junge. Und ein Messer in den Kopf. Er muss ganz schön die Kopfschmerzen jetzt haben. Und ich habe gelesen... Ja, boah, wie der überhaupt stehen kann hier mit dem ganzen Zeug in sich drin. Naja. Ich habe auch gelesen, man braucht die nur verbrennen, wenn man... Wenn sie um... Nee. Wenn sie einfach nur so liegen oder umgenockt wurden. Aber... Knack, knack. Nicht, wenn man sie so gekillt hat. Dann brauchen sie wohl nicht mehr verbrennen. Dann sind sie eindeutig tot. So ziemlich. Ziemlich sicher tot. Hier war, glaube ich, schon alles. Da können wir ein Stück weiter gehen. Ach so. Nee, komme ich hier raus? Ich finde es schon wieder, ja nicht unheimlich, aber es ist schon wieder spannend. Ich mag schon wieder gar nicht weiterspielen. Achso. Nee, ich dachte, die Bilder untersucht da. Ah ja, diesmal nicht. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Bitte, die Zeit drängt. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt. Der bewegt gar nicht seinen Mund beim Reden. Ja, ist okay. Hängt auch so ein bisschen. Ach, hier. Nee, verstecken nicht. Erste-Hilfe-Koffer, wissen wir. Haben wir schon gefunden, gelesen, gemacht und so. Und ich würde sagen, den haue ich mir jetzt sogar gleich rein. Denn ich brauche ein bisschen Erste-Hilfe. Und. Ja, der macht ein bisschen mehr Energie. Und wir haben ja gesehen, der hat auch noch ein bisschen Nebenwirkungen. Oder? Ich denke, das erhöht dauerhaft. Was soll denn das? Auf jeden Fall ist er jetzt ein bisschen benommen. Aber ist jetzt wieder weg. So. Dann haben wir den Mist nämlich nicht, wenn wir in Bedrängnis sind. So, aber diesmal muss ich hier Schluss machen. Denn das kommt an die andere Folge mit dran, die so kurz war. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.